Ja, vielleicht hast du mal Lust, dein Ego kennenzulernen. Könnte ja sein, dass du daran Interesse hast, was das überhaupt ist, wo es sich versteckt, wie es sich bemerkbar macht. Vielleicht willst du es überwinden oder überhaupt erst mal kennenlernen, was das überhaupt ist. Ist ja eigentlich nur ein Begriff. Wer ist es, wo ist es, wie verhält sich's, was ist das? Und da hätte ich einen Vorschlag, um das direkt kennenzulernen. Eine kleine Übung. Such dir einen Menschen aus, ist an sich völlig egal, wer, ist wirklich egal. Und dann, wenn du mit ihm in Kontakt bist, dann hörst du ihm ganz und gar zu, total, zu 100%. Das heißt, du widmest dich zu 100% diesem Menschen, völlig und ausschließlich, sodass kein Raum mehr für dich selber ist. Also deine gesamte Aufmerksamkeit ist bei diesem Menschen. Deine ganze Energie ist bei diesem Menschen. Du hörst ihm zu, ja, und es ist weniger ein Tun, sondern ein völlig bewusstes Wahrnehmen des anderen, ohne dass etwas von dir dazwischen kommt. So. Und das machst du einfach ohne Unterbrechung. Immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann wirst du feststellen, dass dann von dir etwas dazwischen kommt. Und das, was dann diesen Vorgang stört, das ist das, was wir Ego nennen. Weil tatsächlich ist es so, dass man eine vollständige Hinwendung und Zuwendung zu einem anderen Menschen, dass das nur möglich ist, wenn man kein Ego mehr hat. Weil diese Zuwendung erzeugt ja ganz viel Nähe und solange da irgendwas noch ungelöst ist, kommt das zwangsläufig zum Vorschein und das merkst du dann ganz deutlich. Zum Beispiel, dass du dann selber was erzählen möchtest, dass du das Gefühl hast, verloren zu gehen. Alle möglichen Gefühle kommen dann und irgendwie geht es dann immer darum, dich wieder ins Spiel zu bringen, deine Geschichte. Weil sonst gehst du ja scheinbar irgendwie verloren dabei bei diesem Vorgang. Und das gilt übrigens auch für Menschen, die sozusagen das als Schutz machen, dass die sich in andere hineinverlieren. Auch dort passiert das Gleiche, weil wenn, also ich rede jetzt von Enneagramm 2-Typen zum Beispiel, um das mal Begriff zu nennen, also Menschen, die sich von sich wegbewegen und sich in den anderen verlieren. Bei denen passiert genau dasselbe. Die müssen es nur lang genug machen. Wenn sie es lang genug machen, kommt früher oder später rasende Wut bei dieser Struktur und bei den anderen sowieso. Also diese Zwei-Struktur, die merkt es erstmal nicht. Für die ist es eher erleichternd, wenn sie das macht. Das ist ihr Grundmechanismus. Es dauert einfach ein bisschen länger. Ja, also wenn du dazu gehörst, dann mach weiter, ruhig weiter, immer weiter und weiter. Und dann kommt es quasi dann eher so sintflutartig. Und generell ist das, was dann im Geist auftaucht, das ist das, was man Ego nennt. Und wenn das nicht mehr da ist, dann kannst du dich endlos dem anderen zuwenden. Endlos für Liebe und Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, egal wer das ist, da gibt es nichts, was stört, weil du dann ja in dem Sinne als getrennt etwas nicht mehr da bist. Aber so kannst du es kennenlernen, ganz direkt und ganz schnell. Also es geht sehr schnell. Tatsächlich ist ja das, was wir Gespräche nennen, immer wieder dieses, das sozusagen, das sind Ego-Kämpfe. Die Aufmerksamkeit, das Ringen um die Aufmerksamkeit für die eigene Geschichte. Das ist das, was wir Gespräch nennen oder Unterhaltung. Ist eher sowas wie ein Energiekrieg, ein Krieg zwischen Egos. Und wenn man das fallen lassen kann, dann kann man feststellen, dass selbst wenn man das macht, man nicht vernichtet wird als Erwachsener. Da passiert also nichts. Nicht wirklich. Aber es kommen alle ungelösten Sachen hervor. Deine Geschichte, die möchte gehört werden. Ja, das ist das, was als Kind schon nicht gehört wurde. Das ist das, was du als Kind
ausblenden musstest. Das kommt zum Vorschein. Ja, so ist das. Und dabei ist ja interessant, wenn du das beobachtest, dass das immer eine Geschichte ist, um die sich das kreisen soll. Das ist, das Ego ist nicht einfach ein Gefühl, was man mitteilt, sondern das Ego ist etwas, es ist etwas Mentales, was Aufmerksamkeit möchte. Es ist eine Geschichte. Eine Geschichte von dir, deine Geschichte, wovon du glaubst, dass du das bist. Und die irgendwie geheilt und komplettiert werden möchte.